BMF, die arbeiten, hängen da noch und das Haus ist auch für Besucherinnen und Besucher nach Anmeldung geöffnet. Nicht nach Geld suchen, es gibt dort keinen Tresor. Wir haben nichts. Dann Transit. Die aktuelle Arbeit, ein aktueller Zyklus, übrigens ja in mehreren Phasen unterteilt. Hier sehen wir Transit 2, Wasser und Wald. Und ich weiß, hier sind einige Jägerinnen und Jäger anwesend. Und so hat man tatsächlich das Gefühl, Kai, schaut man dahin, man fühlt sich tatsächlich bei dieser hyperrealistischen Darstellung ja wie im Wald. Und ich habe eine dieser Arbeiten in meinem Büro und es gibt viele Besucherinnen und Besucher, die zunächst glauben, der Fotokünstler, der den Rhein abgegangen sei, habe jetzt auch noch einige kleinere Arbeiten, einige Fotominiaturen zur Verfügung gestellt. Und viele sind dann überrascht, wenn ich sie darauf hinweise, dass es eben keine fotografische Arbeit ist, sondern Malerei. Und dann kommt der Schritt hin zum Objekt und die Suche nach dem Pinsel, die Suche nach dem Detail, das zeigt, dass es eben keine Fotografie, sondern Malerei ist. Tatsächlich auch beim Wasser, man hat das Gefühl, man möchte hineinsteigen und es ist außerordentlich einladend, wie Stefan es macht. Und dennoch, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, dabei geht es nicht um die Idylle der Natur. Das Auge täuscht uns, eher täuscht uns, denn die eigentliche Bedeutungsebene liegt wesentlich dahinter. Diese Arbeiten verweisen auch zurück auf andere Phasen seines Schaffens. Den Rhein abzugehen, das war keine physische Leistung, da ging es auch nicht um die Dokumentation eines Flusses, sondern es wurde gezeigt in jedem Bild, dass genau dieser Moment nur ein einziges Mal stattfindet. Und unweigerlich der Rhein auch an ein Ende bzw. an das Aufgehen etwas Größeren geht. Stefan hat einst Schlachtfelder fotografiert. Verdun. Und wir sehen nur eine grüne Wiese mit Topografie. Aber das Wissen des Betrachters, was darunter liegt und zeitlich vorgreift, gibt erst dem Bild die Bedeutungstiefe. Und im Wissen darum, dass eigentlich es hier nicht um Natur oder die Physis des Wassers geht, sondern um die Zeit, das ist der Schlüssel. Schaut man mit diesem Wissen und Verständnis die Werke genauer an, so stellt man fest, der Moment der Wasseroberfläche ist einzigartig und wiederholt sich nie.